the power of the dark side. Saber, der schießt mich an. Ist der Telefon wieder frei? Kann ich ihn drauf, einfach. Kann ich ihn teleporten? Viel Spaß mit dem Rex. Was, wo will ich sehen? Kann ich mich durch den Teleporter porten? Komm, ja, komm her. Trau dich. Hey, kann ich mich durch den Teleporter porten oder kämpfst du noch drauf? Wir kämpfen noch. Geh weg, Raptor. Ich hab ein Problem. Ich glaube, das wird ein Problem werden, Leute. Wieso? Ich krieg verdammt viel Schaden. Ja, dann lauf mal ein Stück weg. Lauf ein Stück weg, ihr aktiviert den Teleporter. Alter, ich bin gleich tot. Mach den Teleporter ready! Ich bin dort vorne, Jason. Du musst. Ich schaff das nicht. Ich hab nur Saber an mir dran. Alter. Ist alles vom Saber runter, vom Teleporter runter. Das sind zwei Sabers. Ja, Teleporter ist frei. Man kann durchkommen. Du sollst aktivieren! Ja, ich dachte, Jason war doch gerade dran. Ja, da war ein Saber hinter mir. Oh mein Gott, jetzt kommt der Rex wieder, Leute! Das ist ein... Mach doch den Teleporter an, das ist doch nicht so schwer. Doch, bei Rex kam. Dann Jason, zeig uns, wo der andere Teleporter ist. Okay, komm, mitkommen. Geht, kriegst du das hin mit dem Leute, der Rex ist brutal schnell, ne? Ja, das ist Ding, NRX, der skillt seinen Rex immer auf Movement Speed und Damage. Heißt ja, ich meine, Terry ist halt nur gleich tot, ne? Ist immer noch hinter dir, wow. Ja, natürlich! Der Typ mit der Longneck halt. Wenn wir den Terry verlieren, ist... Ah, komm schon, ich krieg die ganze Zeit damit! Ah. Ich kann dem Typen nicht ausweichen. Ihr müsst den Typen irgendwie abhängen. Wo ist der Teleporter? Gerade, jetzt hoch, nach oben. In den Wald rein. Alter, wieso lädt der Scheiß nicht? Seh ich ihn noch ein bisschen zurück? Der Typ mit dem Rex kommt. Wir müssen in den Wald hoch, Go, go! Der lädt 20 Mal. Ich hab's noch nicht mehr. Ich brauch schnell irgendjemand von euch. Okay, Geht von den Dosen weg. Wegen bewusstlos schlagen, Metall aufheben, weil unten im Fabricator, ich hab den komplett voll gemacht und ich will das alles hochschleppen. Leute, schneller, weg von den Typen. Ich sehe noch eine Person vor mir, wo ist der Rest? Ich bin neben dir, ich bin ein bisschen langsamer, okay. Einfach irgendjemand, der sich schnell umdecken lässt. Schau mal, ob du das aufsammeln kannst. Den Mist hier hoch. Ob hoch hier, oder ob das irgendwo wegfliegt. Ah, nee, das fliegt. Hinter dem blauen Repondo, go, go. Ja, wir tragen es hoch, komm. Rein in die Fabricator und mehr Ding craften. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ist der noch hinter uns? Nein, scheint nicht. Rex kommt jetzt erst. Ich hab leider keine Ahnung, wo ihr hin seid. Wir sind den Berg hoch, als den Berg hoch. Und dann war der rechts links den Berg hoch. Hier oben. Irgendwo. Ja, links den Berg hoch. Warte, gut, ich hab's muss hinter den Stein, ich muss Ausdauer regenerieren. Alter. Nicht gut. Ja, ist da vorne, ist er, Jason. Der ist da vorne an der Spitze, links von dir. Links. Da links. Okay. Ich hätte echt mit dem Rex gehen sollen, aber der Rex ist halt auch schon angehittet, wie Sau. Ah, da, ich seh's. Wo bist du mit dem Terrain? Alter, wir haben ja schon echt hinter dir gebaut, nice. Wo ist denn Sarudi? Hier hin. Ich komm jetzt hinterher. Ja, ich hab mach schnell. Noch mal in die Irre geführt. Geht ihr schon? Okay. Ist der leere Fabricator? Und anwählen? Jetzt brauchen wir auf. Ja, anwählen auf? Hättet schon mal anwählen können. Ist irgendwer der Base irgendwer oder muss sowas? Warten. Ja, Base. Irgendwer an den Teleporter warten. Bitte. Ich schaffe ich's noch? Nee, ich schaff's nicht. Ich bin da. Okay. Gut. Ich habe jetzt halt einen Rex und Phaser. Jesus fucking Christ. Du musst, wenn du wieder beim Halbmondstrand bist, links Richtung Wald hochlaufen, da ist ein blau-schwarzer Bronto, an dem musst du vorbei. Leute? Ich bin schon auf dieser Fläche oben. 750 Fläche Leben. Polymer? Fehlt. Langsam. Etwas. Ich hab dich gesehen, links von dir. Der Blueprint ist übrigens zu Hause. Was du bist mit dem Terrorbird, der Gilly, rechts von dir. Gilly, Brustpanzer mit 102 Armor. Ah, da. Oh. Mach kurz eine Kettensäge. Die ganze Zeit ich was. Möchte aber jetzt bitte meinen Megalozeros, ich muss ein Schwein locken. Mach das, dann nehme ich mir an. Und ich nehme neue Pfeile mit. Die ersten Pfeile. Wenigstens ist der Stego zu Hause. Bitte sag mir, dass der Raptor mit ist. Ja, der ist mit.
Den zweiten Stego haben wir halt jetzt liegen gelassen. Stego, ja, aufnehmen? Ja, der ist tot. Die haben, der Rex hat ihn doch tot gebissen. Der ist nicht tot. Echt? Der lag da noch, als ich mich noch mit ihm angelegt hat oder es versucht habe. Meine Flint hat mich nachgeladen. Kann ich mit dem Raptor Mantis killen? Aber ich muss das Equip erstmal reparieren. Ich brauche Armbrust reparieren, neue Pfeile. Ich mache mir gerade auch neue Pfeile. Und die Armbrust reparier ich auch. Waren das die Typen, die da oben auf dem Hang die Base hatten? Ja, da mit kann ich mit dem mit am Strand der weiter so low, war noch eine Base. Also vielleicht waren es auch die. Das waren die gleichen. Zwei Basen direkt neben uns. Das waren die gleichen. Die Typen sind eh die witzigsten. Da hinten kriegt man so schlecht Kristalle und Polymer. Muss man immer voll weit laufen. Nein, eigentlich nicht. Und in der Wüste gibt's davon en masse. Haben wir hier oben irgendwelche Metallwaren? Von was gibt's in der Wüste en masse? Kristall, alles einfach. Gar nichts. In der Wüste ist gar nichts an Kristall. Ich habe da nämlich jetzt schon dutzende Male auf anderen Server gebaut. Ich auch. Und Polymer findest du da erst recht nicht. Das nächste Polymer ist erst mit deinem verbrannten Gebiet. Ja, gut, Polymer ist schlecht. Ja, Polymer ist die wichtigste Ressource im Spiel. Das einzige, was sie in Massen haben, ist Chitin. Es gibt aber Teleporter, das darf man halt nicht außer Acht lassen. Ja, aber am Anfang ist es mega scheiße, weil du erstmal zu den Teleportern kommen musst. Naja, da sind ja auch überall die. Bei Zement haben wir jetzt erstmal kein Problem. Da haben wir schon die ganze Zeit mit. Boah, das Terry sieht echt scheiße aus. Wow. Der Megalosaurus hat gerade so einen seltsamen Jump gemacht, dass ich gerade fast in den Canyon reingefallen bin. Man kommt eigentlich wieder slow, ne? Das ist ja voll spaßig eigentlich. Naja, voll spaßig, der Terry fast tot. In 15 Minuten kommt Pause. Ja, hab ich mitbekommen. Ich hoffe, die zerstören unseren Teleporter. So, wer wollte jetzt Shocking Guard? Ich hab das Level. Wir haben welche machen. Ja. Ja, habt ihr was von diesem Zeug? Geotoxin, ja, muss halt einer holen gehen schnell. Wir haben ja Scuba Tank und so. Scuba Tank. Erfahren. Bole, das ist ganz, ganz schlechte Idee. Warum? Die Tiefsee hier ist total verwinkelt. Du findest nicht wirklich oft die Dinge, die, weißt du, ach, Quallen die sind. Quallen, und wenn du sie findest, dann sind da meistens Tusos oder sonst was in der Nähe. Nee, du musst gar nicht so weit, du musst gar nicht so tief gehen. Also Ente, was brauchst du jetzt noch für die Base? Was muss da ganz dringend angeschafft werden? Poly. Alter. Also wer brauchen wir jetzt dann auf jeden Fall in der Polyfarm? Ja. Pingler dabei, aber... Du hast ja dann die Kettensäge gemacht. Mann, das ist auf einmal, Alter. Da hat sich vorhin die Kettensäge gemacht. Ich hab eine. Achso, gut. Fischchen? Gehen wir gleich wieder los? Ich muss jetzt erstmal Nachschub craften. Okay, ich hab auch schon wieder ein bisschen Pfeile. Bloß der Frosch, der sackt ein bisschen hart, Alter. Ich setz mich dabei einfach mal auf den Rex, damit der noch ein paar Level kriegt. Ich gerade auf dem Raptor. Da ist der Arthroplotero dann 162, Alter, ich raste aus. Brauchen wir jetzt noch irgendwo, sind wir jetzt alle wieder ready? Saru? Ich ja. Nein, nicht ganz. Also ich hab noch keinerlei Pfeile, ne? Okay, ich hab jetzt 97. Ich hab 125. Also Narkosepfeile, ne? Ja. Okay, und da bräuchte ich noch einen Teleporter, einen neuen. Was ein bisschen bescheuert ist, dass Megalosaurus zwar Pflanzenfresser sind, aber keine Pflanzen ausbluten können. Könntet ihr noch kurz warten? Ich bin gleich wieder da. Wer hat einen Teleporter gelernt? Wer kann ihn schnell bauen? Oder soll ich ihn? Ich kann auch selber noch kurz erlernen. Mach ich Level, da war noch kurz ein Rex mit. Ja, okay. Also wir haben alle Sachen da für einen weiteren Teleporter. Oh shit, Jutarano. Ja, soll noch wer Polyfarm gehen? Wegen den Torwitz? Ja, wir brauchen Poly, aber ich alleine ist scheiße, weil du. Der Rex hat kein Gewicht und. Ente? Andere, wir brauchen einen Rex und einen Diplo zusammen. Dann. Aber alleine ist scheiße. Ente ist ja hier aufgefallen, dass der Terizino ist zu low, als dass man ihn jetzt derzeit verwenden könnte. In der einen Werkbank sind noch der Frosch ist gerade Half-Life, Polymer drin, ne? Ja, das ist mir aufgefallen, das ist aber schon verplant. Gut.
Und wir brauchen noch deutlich mehr. Ja, ich bringe jetzt schon nochmal 200 mit. Ich würde jetzt einfach schnell mit dem Frosch looten, sonst wäre der Frosch wahrscheinlich. Haben wir noch irgendwo Kristall? Ich pack dir dann Pfeile in den Terrorbad. Also wer geht jetzt mit? Ich gehe mit dem Rex, wer geht mit dem Bus? Ich kann nicht mit. Machen. Oder so, ja. Polymer liegt unten im Fabricator. Okay, ich habe schon einen gefunden, aber ich weiß nicht, welches Level es ist. Bett hochzugehen. Sonst musst du dir ein Fernglas mitnehmen in dem einen Tresor. Ah, ich guck's mir einfach mal an. So, 108. Den kann ich auf jeden Fall mitbringen. Grün, grau, blau. Ist klar. Oh, das ist scheiße, dass wir unten gar nichts mehr haben. Raumfahrer, schau mal, der blaue hat 20k gewischt. Vielleicht bringt der mehr. Der Hut hat jetzt auch nur 500 weniger. Ach so, das wusste ich nicht, sorry. Junge, der Server ist so. Mich so ab, ich sag's dir, ne, dass er seinen Server nicht geschissen kriegt. Den Rex auf Lebensgang? Ja. Ey, es ist so lächerlich. Ja, da. So, okay, wie wollen wir los? Halt mich an. Ich hab alles. Wohin geht ihr? Also, wo lang geht ihr? Fame. Ja, ich weiß, aber wo lang? Sumpf, ne, nicht Sumpf. Ich seh dich Schwimmel. Da, okay. Ich folge dir Schwimmel. Einfach. Wie lang haben wir noch? 20 Uhr, gell? Achso. Alter, ich hab hier. Wo ist mein Raptor? In meinen 9 Minuten ist Pause. Ne? Weißt du, dass ich den hab? Ja, in 9 Minuten haben wir das Ding vollgefarmt, den Bus mit Polymer, Alter. Ich hab hier einen Polovia und ein Schwein, das sind die besten Freunde, ernsthaft. Greifen zusammen Megaterium, die Kalikoterium sind. So, wer geht jetzt mit mir los? Wir müssen nach. Da. Hallo? Hm? Ja. Wer geht mit Polo los? Ah, doch, oder? Okay. Wieso kann ich fliegen? Warte. Ich habe übrigens noch keine Taming-Pfeile, ne? Kümmert euch vielleicht noch um ein Kampfschwein. Ich bin gerade unterwegs mit einem Schwein. Ich konnte jetzt erstmal das 54er nur holen, weil das andere ist die ganze Zeit voll beschäftigt. Ist doch scheißegal. Oh! Da ist ein Typ mit. Ah! Da ist ein Typ mit der Katze! Ah! Sei doch nicht ganz so. Entschuldigung. Okay, es ist gleich Pause. Ich geh nach Hause. Hat sich sogar gereimt. Wo seid ihr hin? Ich bin noch irgendwo unten. Ja, ich bin unten rumgelaufen und du warst. Das Coole ist, der Typ hat aus Versehen das Schwein gebohrt. Geh du vor, Raumfahrer, weil sonst sackst du immer mit meinem Hals. Ja. Da komm ich nicht hoch. Typen scouten halt echt überall rum. Ich bin jetzt ganz woanders, da ist schon wieder einer mit Katze. Natürlich scouten die überall rum. Die wollen ja wissen, wo die Leute sind zum Raiden. Ja, wie viele Turrets haben wir jetzt? Immer noch nichts getroffen. Wenn wir die Turrets alle auf Only Survivors stellen und die Leute nicht so schlau sind und lauter Stegos getimt haben, so wie wir, haben wir schon gewonnen. Ich will jetzt ja nichts sagen, aber wir sind doof. Ja, hier ist einfach 62er so. Stego. Ja, damit. Der Turret-Schaden mal 4, damit können wir den ganzen Server wipen. Da ist gerade ein Stego runtergefallen. Das war der 162er Stego. Da sind aber noch zwei andere. Ja, der. Den brauchen wir auch, hab ich gehört. Gut. Alter, das Megalozaurus ist einfach nur cool. Mit dem ist man so fix unterwegs. Oh ja. Ja, kriegen wir den da unten noch getamed? Ja, glaub mir, mein Galli war noch viel cooler. Ja, aber. Turret-Razor. Haben wir gerade was zu sprengen in der Base? Deswegen ein C4 reicht mir, aber ein C4. Warum? Ist da unten ein Turret-Parasser oder was? Nein, aber ein Teleporter und ich möchte nicht während des Teams vom Teleporter überrascht werden. Wäre auch lustig, wäre wieder echt. Killer. Das wäre dann würde ich Impi später das so übergeben, wie er online, wie er das zuletzt hinterlassen hat. Neben dem Teleporter, der wird abgeschossen vom Turret-Parasser. Ja, warte, wir ziehen den, mein Gott, nein. Oh, das ist. Der fast runtergefallen. Also, das wäre nett, sehr nett. Das wäre aber irgendwie so ein bisschen auch. Ich fände es lustig.
Ja, gell, ich bin ja auch online hast gekommen. Hast du mittlerweile die Turrets schon hergestellt? Sind hergestellt, glaube ich, gewesen, ein paar. Warte, 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 bleib hier. Wir ziehen ihn direkt hoch. Looten. Ich bin angeschossen. Kann. Die anderen erst killen. Oh, wir haben gerade nebenbei Holzkohle. Gehst du mal nicht ganz so viel ab. Lass den ersten hier rauskommen. Es kann auf jeden Fall noch Turrets hergestellt werden. Vorsicht, Spinne. Wie viel Team brauchen wir denn? Oh, der Dank mehr. Ah ne, ich bin aber nur überladen. Komm mal her. Rex ist zu schwer. Also ich, wie viel Polymer brauchen wir? Läuft das schon weg? Nein, Pente. Aber... Wäre lustig. Er ist zu dumm, mir zu folgen, weil er im Baum stecken bleibt. Pente? Baum. Ist nicht schwer. Wo ist er denn, wenn er ihn mal braucht? Ja, erstmal hoch, ne? Hast du zufällig was zu essen dabei? Ah, hier ist lauter mehr drin. Okay. Die Forges gehen langsam leer. Er kommt gleich wieder, Mantis, sehr schön. So, also wenn wir jetzt hier jetzt auch wieder den Tame packen, ne? Vorbei. Könnt einfach dahin, gucken, wo keine, keine Basen sind. Wo sind keine Basen? Naja, wir sind direkt unter unserer Base, da wo ihr die ganze Zeit Metall farmt. Ah ja, passt auf, es rennt irgendwo ein Saber rum. So, okay. Danke für die Info. Kein Ding. Ist er gerade laggt? Wahnsinn. Lag. Alter. LOL, was ist denn? Lag. Das war der Baum? Baum. Nein, ich glaube, wir können weg, oder? Genug Polymer haben wir eigentlich. Na, gleich wieder Pause. Also, das ist nicht unbedingt intelligent. Ein paar Forges sind gerammelt voll und andere sind leer. 2400. 3000, ja, knapp 5000 Polymer, lasst. Schon weg. Gute Sachen. Aber das sieht schön aus mit den Stacheln. Denkt aber dran, um 20 Uhr spätestens muss der Time Cube stehen. Also 20 Uhr 30 oder so? Nein, nein, nein. Push. Kurz vor 20 Uhr Schild und Timecube setzen. Okay. Schild abreißen. Ich hab jetzt keine Pfeile mehr. Ja. Schon. Ja, ich hab hier keinen neuen gemacht, das habt ihr. In deinem Terrorbird. Ach so. Bist du schlecht vorbereitet? Ne, wie viel schneller du halt einfach bist mit dem Diplo, ist so krass, ne? Naja. Ja, wo bist du? Diplo, hallo. Ist es da oben unsere Base? Ja, warum? Ja. Das wäre jetzt natürlich auch geil. Haben wir ja schon mit dem Terrorbird gemacht. So, hat jemand Bären? Da sind doch. Also so, die nächste Runde. Die nächste Runde Metall, die jetzt dann kommt, die muss dann wieder für Turrets verbraucht werden, nicht für Electronics. Das laufen gerade noch 4000 Electronics. Wie geil dieser Kentro aussieht, Alter. Rot mit blauen Stacheln. Ja. Einen in die Base stellen. Gottchen. Und wenn sie reinkommen. Eine? Ja, und wenn sie reinkommen, werden sie ja erstmal schon aufgespritzt. Das funktioniert aber nicht, wenn sie auf großen Tieren laufen. Na, deswegen ja in die Base rein. Ja, also, aber also wer läuft in jetzt die zu Fuß Base rein? Wir müssen hineinkriechen. Abreißen wir da alles. Genau. Nein, du musst ja nur eine Tür freimachen. So, zwei hoch. Hat irgendwer Lust auf eine Suicide-Aktion? Kommt man jetzt wieder zurück? Ich, warum? Impi freut sich bestimmt darauf, wenn er zurückkommt. Über eine Suicide-Aktion. Ja, da müssten wir echt den Teleporter abreißen. Okay, ich geh. Leute, ich tu dann in die Smithy, die warte, draußen kurz steht, durch mal mein Equipment Rex rein. Rex. Mach jetzt. Okay. Du musst es jetzt noch machen. Mach dich warte, leer und mach es jetzt wegen den 5 Minuten. Ich mach dir auf. Läufst du raus und dann mach ich zu. Okay, ich tu alles in meinen Raptor und dann. Nee, ich mein was anderes. Hä? Also ich mein unseren Teleporter abweisen. Der ja, genau. So. Deswegen muss es jetzt machen, weil wegen der Pause, Rex, wegen Respawn. Renn ich hoch. Ja, Pause. Jetzt wegen der Pause. Nicht wundern. Alles ins Inventar und los. Kommst du vorbei? Ich mach. Ach, das müssen wir unbedingt noch ändern mit den Biomotoren hier. Ja, was willst du oben? Ich soll es früher zeigen. Boah, das ist schon kritisch. Ich hab's umgesetzt, da steht schon. Okay. Du kommst schon wieder runter. Ja, jetzt mach ich aber. So. Wie siehst du denn jetzt aus mit Turret? Schon gesetzt, oder? Nee, gesetzt noch nicht. Aber da. Mal ein paar.
Pass auf meine Sachen auf. Ja. Weil ich denke mal, das läuft doch im normalen Tempo runter, die 5 Minuten. Nee, läuft nicht. Aber. Ja, aber bei 20 Minuten. Wenn ich Glück habe, dann schaffe ich mich im Wasser zu ertränken oder so. Tut irgendwas, greif irgendwas an, was dort am Strand ist. Also ich meine 5 Minuten Zeit. 20 Minuten Pause oder so. Die erste Geschwindigkeit ist verändert. Yeah. Ich gehe mal schnell in den Leuchtturm. Jetzt muss gleich die Pause anfangen, 18. Ja, wir haben schon Geschwindigkeitsbeschränkung deswegen. Ja, die zweite ist jetzt auch schon aktiv. Passt wahrscheinlich während der Pause zu ertrinken, ja. Jetzt. Und ich bewege mich. Ich bin noch am Spot. Christian, guck mal, wie lustig das aussieht. Neben mit dem Raptor. Okay, ich verabschiede mich, weil nach der Pause ist Impi wieder da. Oh, er hat geschrieben, bin auf dem Weg, Jungs, klar, Alter. Junge, und ein Auto mit 5 Volten. Ja, nice, ne? Der ist wahrscheinlich im Burnout weggefahren. Naja. Okay, dann viel Spaß halt noch. Tschüss. Jo, tschüss. Jo. Jetzt kommt er gleich rein. Warte, dafür habe ich mich beeilt. Ich habe doch gar nichts hier gekriegt. Haben wir halt echt nicht, ne? Doch, wir haben einen OP-Stego. Naja. Ja, wie lange ist jetzt Pause? Und ein OP-Paraseer. 20 Minuten normalerweise Ente. Wieder. Hä? Endlich? Reichen dir 5000 Polymer? Ja, fürs Erste. Ja, gut. Ah, nicht schlecht. Zeitlupenartig im Ding, im Leuchtturm unter den Treppen. Oh verdammt, ich hab Leertaste gedrückt. Oh shit! Wieso hast du Leertaste gedrückt? Hä? Bei Blau? So, bin mal ganz kurz weg. Ganz egal, wer unser Nachbar ist, für Ehre, die werden als erstes gerillt. Man darf keine Foundations, keine Decken und keine Wände doppeln. Und wenn man sie verdreifacht? Oder verachtfacht? Ja, das alles nicht erlaubt. Für so ein paar Baumethoden, die sollen nicht mal wirklich mehr Defense bringen, die sollen halt nur einfach einen Sniper Tower machen, möglich machen. Braucht man das halt. Was ist ein Sniper Tower? Ja, ich glaube, du wirst ihn gut finden, wenn ich ihn denn bauen darf. Du machst nur einfach. Okay. Du weißt, wer ich nicht meine. Hi. Das ist nicht die Base, das ist ein Turm. Naja, die ich Base wollte darf nicht doppelwendig gebaut werden. Steht doch so in der Regel drin und das ist nicht die Base. Ja. Okay, gut, dann baue ich jetzt Türme. Möge die Macht mit euch sein. Hast du wenigstens gewonnen? Leck mich am Arsch. Okay. Als erster rausgeflogen? Nein, ja, wir waren das erste Spiel und direkt abgeklatscht vor. Gleiches stärkste Team auf dem Turnier gerade im ersten Spielkrieg. Ja, dann haben wir uns gleich mal können angucken, auf was für ein Level sich Lasertag überhaupt bewegt. Ja, 5. Platz haben wir gemacht von 7. War schon heftig. So, hat so Spaß? Nein. Hat es die ganze Zeit Angst, dass wir irgendwie Kacke bauen? Auch. Also, yeah. Wir müssen für Ehre zuerst reden, ne? Er warum denn? Die ganze Zeit an, Sternchen Ehre, wenn ich Ente schreibe. Habe ich ihn gefragt, willst du die Entenreligion beleidigen? Schreibt er ja. Okay. Gut, damit wissen wir schon mal auf jeden Fall. Fische hat mal zwischendurch Updates gehabt. Und wo ich dann gelesen habe, Super Paracea, Super Steko, habe ich gedacht, okay, das kann ich aus dem Kopf löschen, die sind gut dabei. Wie gut, dass sie dir nicht geschrieben hat, der Steko ist gestorben. Schon, aber Steko ist draufgekommen. Von 12. Ja, beim Pain. Aber da haben wir jetzt ein High Level nochmal gepackt. Ja, da stehe ich ja gerade, das habe ich schon entdeckt. Vielleicht der Server schon wieder auf. Impi, mit dem guten normal? Steko können wir den ganzen Server wipen. Okay.
Ja, ich hab gehört, du hast schon gerechnet. Ja, also Turret-Schaden mal 0,4 und bei der normalen Turret-Einstellung kriegt ein Stego in dem speziellen Winkel 8 Schaden. Die Schlucht uns? Oder immer noch mal? Nee, das sind Fähchen ist dabei gestorben, sie zuzubauen, weil da direkt ein Teleporter drin war. Dadurch bist du wahrscheinlich nicht mehr aufgestorben. Wir haben schon gesagt, Bazooka? Ständig. Also, du weißt, der Waffenstand, wie sieht der aus? Gut, also Turrets haben wir jetzt gut aufgebaut und Waffen können wir eigentlich jederzeit machen. Turrets. Also wir haben halt jetzt gesagt, wir machen jetzt wirklich bis halbe Stunde vor alles für die Base und dann machen wir halt Waffen. Ist es Parathea also bebaut? Noch nicht. Turrets dafür werden... Ey, Bruder, hast du mich geschlagen? Du hast mich geschlagen. Ja. Soll ich eine Begrüßung machen? Oder? Nee, Fähchen hat schon. Ah. Musst du auch auf jeden Fall mit reinnehmen, ne? Hat sie dir das schon erklärt? Nein, das sehe ich dann in der Aufnahme. Ja. Es geht weiter. Okay, weiter. Ja, ich hab fließender Wechsel gemacht mit Fee, jetzt bin ich am Trigger. Lass mir den Teleporter bei dir neben dir stehen. Ja. Oh, Raketenwerfer ist auch schon. Guck mal, eigentlich nicht. Aber lass dann jetzt eher auf C4 konzentrieren, hätte ich gesagt, oder? Ja, der Teleporter in der Schlucht muss weg. Ja, dann spreng. Das ist instant wiedergesetzt, selbst das Zeug, was man zum Sprengen braucht, eurer. Ja, wir müssen dann wegsprengen und dann mit Metalltore zumachen. Oder so. Jason, du bist ganz so weit weggeklickt, ne? Okay, Tor ist immer ich bin gelaufen. Ah. Gehen du, ich und Sarudi wieder 10? Ja, ich weiß nicht, was man jetzt vorkommt, ich bin jetzt frisch. Also ich, Fähchen und Sarudi waren die ganze Zeit 10. Wir brauchen Metall wieder. Und die Forges sind leer. Wahrscheinlich. Wir brauchen irgendjemand Gemäcker. Ja, haben bereits gesagt. Oh nein. Lass mich ja gut, wir brauchen echt Metall. Ja. Also alle mal wirklich an Metall jetzt ran hier. Nein. Oh Mann. Ja, Glück gehabt. Ja, was jetzt? Ja, nein. Ich bin nicht gestorben, während ich die Klippe runtergefallen bin, ich bin danach gestorben. Sieht's eigentlich mit dem Schwein mittlerweile aus? Ja, das ist eine... Mittlerweile, Alter, ich musste vor dem Typen mit der Katze flüchten. So mein Megalodon bei mir. Ja, Captain, komm, geh mit Metall fahren, wir brauchen. Okay. Dann warte kurz und hol ich kurz den Diplo. Geh hoch, hol den Raketenwerfer. Ich will mal kurz schauen, ob die da unten noch sind, die Pisse. Ich hab keine Ahnung, wo der Teleporter ist, also müsstest du. Ja, egal. Komm einfach irgendwo. Komm den Krüppelweg runter zur Metallfarm. Harry wird irgendwie bis zum Ende der Aufbauzeit nicht mehr hochgeheilt, wenn es so weitergeht. Ah, hier liegt der gute Stego, hier ist MP. Ja genau, und deswegen brauchen wir ja das Schwein. Ich glaube, wir haben keinen Tragelastvieh mehr. Nein, ich passe auf das Stego hin und auf. Natürlich haben wir ein Tragelastvieh. Was denn? Auf das Pferd? Oder brauchst du nicht unbedingt? Beim einen Diplo. Da hinten sind die halt immer am... Wir haben doch zwei Diplos. Da unten am Metallfarm. Ja, doch, ich auch, aber einer ist halt weg. Das ist halt so schön viel Metall, aber das campen die immer ab mit dem Turret Racer. Ja, dann spreng das doch mal weg. Weil... Ich habe ja nichts dabei, das ist ja... Hast du einen dabei, Impi? Nein. Lenny, wo bist du? Ich komme einfach nach unten zu Impi. Ja, und dann noch weiter. Die sind doch wieder. Ich habe bejagt sie. Ja, und. Oh, und ich springe gerade mit dem Pferd runter. Ja, warum springst du da auch einfach so runter? Weil ich. Der Bär rennt, Mano. Bist du? Ja, dann Ina da, ich komm! Ja, ich hab keine Waffen, nicht zum Stego. Sniper! Wo ist der Bär? Er rennt wieder nur nach. Ja, die fahren da unten immer. Pass auf, der Turret Paracer wird kommen, lass verpissen von hier. Power. Wie jetzt, der Turret Paracer kommt hoch. Ja, hoffentlich nicht, aber kann sein. Ich brauche Tor. Ich find's witzig, wenn die Typen immer wieder in den Chat schreiben müssen, danke für das und das und danke für das und das. Schön provozieren hier wieder. War's ja schon betonend im
Ist auch wenigstens schon mal metallkram. Jedes Mal, wenn ich erschreckt. Warum? Ist das ein Typ mit einem Pferd? Ich bin mit dem Pferd da. Warum meinst du das? Ja, das ist ein Typ mit dem Pferd. Oh, scheiße. Der nimmt gerade die ganzen Pferde hier. Rex, hilf mal mit Metallfarmen, wir brauchen echt Metall wieder oben. Seid doch schon Arschgeige, ey. Ja, aber schau mal, dass du. Wie kann dein Pferd laden so? Auf 1000? Bisschen weniger? Ja, dann schau mal, dass du irgendwo noch was herkriegst. So. Sieht ehrlich gesagt gerade ziemlich clear aus. Lass mal alles ja, bis wieder schnell. Ah, bis da wieder ist der andere Teleporter. Ah, okay, genau. Okay. Bis ich wieder einer durchport, dann hast du nicht wieder ein Problem. Ja. Mach's rum. Geh schnell von oben, hol einen Raketenwerfer, 2 Schuss, mach die schnell weg und dann können wir da unten jetzt einmal schnell alle Metall holen. Haben wir erstmal Zeit. Ich hab zugemacht. Was? Zumindest ist der direkte Weg. Für uns ja, hoch, meinst du? Ja, wo der Bär alle weit durch ist, das ist zu. Aber net, nur net, mit einem net, kleinen ja, Tor. Ja, kleine Tore und nicht perfekt zu. Scheiße, ey. So, dass halt ein Paraser nicht durchkommt, aber ihr. Grabtore kommen durch. Ja, aber ich komme mit dem Diplo nicht durch. Nein. Ja, du kannst das war okay, Material für großes Tor. So, Raumfahrer, nimmst du den anderen Ding mit? Den anderen Diplo? Ah, ja. Jetzt da unten Metall holen, weil da ist so viel. Ihr könnt einfach durch einen anderen Weg gehen, ne? Ja, aber da sitzen ja genau die Teleporter und ich will ja deinen Teleporter erst wegspringen. Ihr wisst, dass es 3 Wege gibt. Ja, ich weiß. Aber links und rechts sitzen jeweils ein Teleporter. Echt? Ach so, dann wurde ich das letzte Mal also von rechts abgeschossen. Ja, die kommen immer nicht in der Schlucht, die haben dahinter gesetzt ein Stück. Und dann kommen die immer davon. Der Seite. Okay. Deswegen siehst du die auch nicht. Weil die ja, immer da hinten siehst. Teleporten. Ja, meistens siehst du sie in dem Moment, wo sie geportet sind, ne? Also am Anfang der Session war es ja auch so, ich habe die Türen zu ändern sehen und Viechen sterben sehen, also. Kommt dann auch mit, oder? Ja, muss erst ausgeladen werden. Also, kommt mit. Wenn er jetzt wieder da steht, dann fangen wir an zu weinen, Alter. Und gehst du außen rum? Lass, weil er mit weil da Bild der kommt. Teleporter steht. Dann okay. Lass doch irgendwen vorgehen und erst gucken, bevor du. Okay, ich bin schnell genug, ich soll das schaffen. Nein, das schaffst du. Ja, ich hab doch die Zerstörer. Ach, die jetzt. So, die sind das. Die haben uns gerade schon der erste ist weg. Noch eine. Noch eine. Ja, gut, noch dann eine. Brauchst du noch eine weitere. Also die Zerstörer, Skiller, Killer und anstandslos. Und für Ehre. Jetzt brauchen wir hier noch einer, weil hier ist überall Metall. Wenn wir hier schon farmen können, okay, da vorne ist noch einer. Fang an zu farmen, wir gehen weg. Abspringen und farmen. Ja, erstmal den L wegsprengen, sonst haben wir gleich wieder eine Überraschung. Wo denn? Wo ist denn einer? Ein Stück weiter rein noch. So, vor mir, so. Meißen Diplo rein. Hier ist jemand, ich töte den. Oder ja, da Error vorne ist einer, aber da sind doch die beiden. Ja, die haben nichts zum Sprengen. Ja, dann mach ich den kurz. Hab ihn. Komm her, ja, schieß drauf. Schnell sprengen, sonst ist der Seite da. Ja, sonst ist der Paraser wieder da. Oh, der war daneben. Ernsthaft. Nice Schuss. Boah, ich hab Raumfahrer. Ja, ihr sammelt das Metall ein. Komm her. Haben wir Raptorengewicht? Ja, wir müssen hier weg. Ja, kommt sofort. Noch ein Bazooka C4, irgendwas. Ich sehe die gleich alle schon sterben. Ich bin weg. Ja, ich renne gerade. Du bist ja auch schlau. Ja, warum du stehen will? Rex, bleib du da und kontrolliere. Ich fahre Metalle bei. Du hast doch die Metalle mehr. Bleib Turret-Abstand weg. Dann bin ich tot. Okay. Wir brauchen noch ein Bazooka. Stell dich hier zu mir. Stell dich hier im Busch. Also Kuchle oder Raketen, Und schau, dass du auf den Teleporter sich darfst. Ja, ich würde jetzt ja reingehen, wenn diese Karte nicht klappen würde.
Ente, kannst du noch einen Schuss machen? Oder auch zwei vielmehr? Ich hab nicht erst. Da sind doch noch welche im Linkstream Fabricator. Ah, okay. Ich hab mir ja nur zwei genommen.